Eieieiei! Oh, auch die Kosten hiervon offenlegen werde. Und bombardiert mich doch gerne mal mit Fragen in den Kommentaren, egal was. Dann kann ich das im nächsten Video einfach auch mal beantworten. Das wäre doch auch mal eine lustige Idee. Wie ihr jetzt ganz gut erkennen könnt, haben wir wirklich schon alles eingebaut. Das heißt, die Bettkonstruktion ist drin, die Verkleidung ist drin. Ich habe relativ wenig davon aufgenommen. Seid mir bitte deswegen nicht böse. Ich zeige euch nachher nochmal ganz genau, wie das alles funktioniert, wenn das alles fertig ist. Es ist einfach so, dass man sich manchmal bei einigen Dingen ein bisschen konzentrieren musste. Hier musste ich auch wieder Löcher bohren und. Und dann geraten die Aufnahmen ein bisschen in den Hintergrund. Aber ihr werdet auf jeden Fall alles noch zu Gesicht bekommen, auch wie alles funktioniert. Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr das natürlich in die Kommentare schreiben. Jetzt wollen wir das Ganze natürlich noch hübsch machen. Wir wollten erstmal gucken, dass alles passt. Und jetzt sollen diese ranzigen Matratzen noch neu bezogen werden. Der Himmel soll natürlich noch frisch gemacht werden. Da habe ich im momentanigen Stand noch keine Ahnung, wie ich das genau machen möchte. Aber ihr werdet es ja auf jeden Fall erfahren. Gedämmt werden soll das Ganze. Und dann hoffen wir, dass das auch richtig schick beleuchtet wird. Und ja, dann lasst euch einfach mal überraschen, wie das Ganze aussieht. Als allererstes fangen wir hier mit dem Bett an. Also viel Spaß. Was ich noch ganz vergessen habe, oben soll es uns natürlich auch nicht kalt werden. Und da unten habe ich ja einen Auslass von meiner Standheizung. Und den werde ich mit dem T-Stück auch noch nach oben führen. Darum müssen wir uns jetzt auch noch kümmern, dass da oben ein Auslass hinkommt. Und das machen wir auch noch. Jetzt, wo wir alles schön schick gemacht haben, wollen wir natürlich auch, dass es obenrum vernünftig wird. Das heißt, als allererstes möchte ich dämmen. Auch da hat Amazell mich wieder unterstützt mit ein bisschen Amazell. Und zwar benutze ich hier 13 mm selbstklebendes. Ihr wisst ja, ich stehe einfach drauf. Ich benutze hier extra 13 mm, weil das Dach ist schon doppelwandig. Das heißt, an sich ist es schon ein wenig gedämmt. Und ich möchte natürlich so wenig Höhe wie möglich verlieren. Aber ja, ihr kennt das Prozedere. Also auf geht's. Eieieiei! Als wäre das dafür gemacht. Ich habe gerade eine Nachricht von Philipp Konter bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr den schon kennt. Konterholz bei YouTube. Baut auch gerade einen VW-Bus aus. Nino, kannst du mir sagen, wie dick deine Dämmung war? Das Armaflex wurde am Himmel. Über dem Fahrersitz hattest 13 oder 19 mm. Also ich habe 13 mm benutzt, aber ihr könnt auch 19 mm benutzen. Aber jetzt kümmern wir uns mal um meine Dämmung hier. So, ich glaube, das Prozedere mit dem Dämmen, das habt ihr jetzt echt schon oft genug auf meinem Kanal gesehen. Aber ansonsten guckt euch gerne nochmal die Videos an. Und ich mache das hier mal fertig. Jetzt, nachdem auch die Standheizung nach oben geht und wir natürlich oben schlafen wollen, würde ich auch ganz gerne die Standheizung von oben bedienen können. Klar, ich könnte sie jetzt jedes Mal anrufen, aber es wäre natürlich ein bisschen unnötig. Ich werde das Bedienteil hier oben in die Ecke machen, sodass wir auch von oben an das Bedienteil kommen. Und ein externer Sensor für die Temperatur ist auch noch an der Standheizung angebracht und der geht nach oben, damit man dementsprechend dann den auswählen kann als Referenz. Und das Ganze wollen wir jetzt mal angehen. Oh Backe, das, was jetzt kommt,
Hat natürlich eine ganze Zeit gedauert, aber ihr habt ja auch gesehen, dass ich viel unterwegs war. Und jetzt soll es einfach auch vernünftig werden. Und zwar soll das Dach natürlich noch verkleidet werden von innen. Ihr habt es in vielen Videos schon gesehen. Ich habe provisorisch schon Lampen angebaut, damit Kroatien auch Licht da ist und so. Aber jetzt möchte ich und habe mir 3 MDF-Platten gekauft. Warum MDF? Einfacher wäre natürlich Teppich oder irgendwas anzukleben, aber ich möchte einfach, dass es so ähnlich wie möglich wie unten aussieht. Da habe ich auch graues MDF benutzt, 3 mm. Habe mir jetzt 3 so eine Platten hier wieder im Baumarkt besorgt. Weil ich zu faul war, habe ich den Schrank natürlich drin gelassen und es passte gerade so rein. Und jetzt wollen wir mal sehen, dass wir ein paar Schablonen anlegen und das oben an die Decke kriegen und dass es natürlich auch noch vernünftig aussieht, weil ich möchte nicht wieder irgendwas Halbes haben, sondern was Ganzes. Also viel Spaß. Bevor wir das Ganze jetzt angehen, wollte ich euch noch mal ganz kurz was zeigen. Erstmal habt ihr wahrscheinlich gesehen, dass ich den hier schon eine ganze Weile habe. Damit bin ich echt super, super zufrieden. Auch wenn das so ein kleines Ding ist, hat er echt gut Power. Und passend zu dem habe ich mir jetzt noch was gekauft. Hier sind ja 2 Akkus dabei. Und um die MDF-Platten vernünftig gerade zu schneiden, habe ich mir überlegt, könnte dieses Teil hier ganz hilfreich sein. Das ist so eine kleine Kreissäge. Ist halt eben auch von dieser Professional-Serie von Bosch. Passen die gleichen Akkus rein wie von dem kleinen Akkuschrauber. Und dann hoffe ich mal, dass ich die MDF-Platten damit gerade und schön geschnitten kriege. Also wollen wir mal gucken. Das Ganze verlinke ich euch natürlich mal unten in der Videobeschreibung, falls ihr da Bock drauf habt und falls es im Video jetzt alles gut klappt. Dann könnt ihr euch sowas vielleicht auch anschaffen. Aber jetzt fangen wir auf jeden Fall mal an. Habe ich wirklich relativ wenig gefilmt, einfach weil es eine übelst aufwendige Sache ist, das vernünftig hinzukriegen. Ich habe auch jetzt ordentlich Platten versemmelt, weil ich die Decke nicht hinbekommen habe in einem Stück. Das werde ich jetzt in einzelnen Stücken machen. Die Fensterausschnitte habe ich echt gut hinbekommen. Hier könnt ihr auch ganz gut sehen, dass ich noch so eine Gummirahmen von den alten Fenstern hatte. Die passen da genau drüber. So habe ich jetzt einfach alles schön abgeschlossen und bin bisher echt super zufrieden, auch wenn es ein bisschen umständlich war alles. Aber alles Weitere werdet ihr natürlich jetzt im Folgenden sehen. So sieht der ganze hintere Bereich jetzt fertig aus. Ich habe das Bett wieder eingebaut. Es ist alles dran, es ist alles verschalt. Bis auf der Himmel, weil ich habe so viel Material verbraten bei der ganzen Aktion hier, dass ich nochmal zum Baumarkt muss. Und dann ist das Ganze hoffentlich fertig. Ja, wie ihr gerade gesehen habt, habe ich eine Aluschiene, so ein U-Profil zugeschnitten. Um richtig schönes indirektes Licht an die Decke zu zaubern, habe ich das jetzt genauso gemacht, wie ich es damals gemacht habe. Damals habe ich noch Plastikkanäle benutzt und die grau lackiert, weil ich es jetzt alles ein bisschen schicker haben möchte sozusagen. Habe ich jetzt hier so matte Aluprofile genommen, schneide die mir zu. Hier in die Mitte kommen dann die LED-Stripes rein. Und ich werde das Ganze versuchen, mit Klettverschluss zu befestigen. Warum? Wenn ich die jetzt seitlich ins Hochdach anbringe, kriege ich meine Decke nicht mehr runter. Das werdet ihr vielleicht in den folgenden Schnitten auch sehen, was ich damit meine. Mal gucken, ob das Ganze so gut hält, wie ich mir das erhoffe. Da ich wirklich häufig gefragt werde, was ich immer benutze und so, ganz kurz nochmal die Information. Immer wenn ich irgendwas verwende in Videos, versuche ich das unten in der Videobeschreibung zu verlinken. Falls ich es vergesse, schreibt es gerne in die Kommentare, fragt mich nochmal und dann schicke ich euch einen Link, was ich da so benutzt habe. Und ja, ich denke, wir legen mal los.
dem LED-Stripe-Set waren jetzt so Verbinder dabei, damit kann man halt die LED-Stripes kann man durchschneiden. Das habe ich auch gemacht, weil ich ja einmal links und einmal rechts den LED-Stripe brauche. Und jetzt mache ich das so, dass ich den Verbinder nehme, ich schneide den hier in der Mitte durch und löte mir hier einfach eine neue Verbindung bis rüber, weil meine Verbindung ja ein bisschen länger ist als das hier. Das probieren wir jetzt mal aus. Oh, geil, ey. Ich liebe dieses indirekte Licht. Natürlich sind es wieder LED-Stripes, die so ein bisschen die Farbe verändern können. Das heißt, ich kann hier jetzt auch weiß einstellen. Für euch sieht das jetzt vielleicht ein bisschen bläulich aus, weil der Weißabgleich nicht richtig eingestellt ist. Aber ja, so kann man eben halt die Farben einstellen. Ich kann es auch noch wesentlich dunkler dimmen, dann sieht man mich natürlich nicht mehr. Das, die Hauptattraktion ist ja auch hier auf den LED-Stripes, dass ihr das mal gut erkennen könnt. Und nebenher habe ich natürlich auch noch die Spots hier von oben, die aber richtig Licht machen. Und ich bin echt super zufrieden, was das angeht. Ich glaube, so wird es jetzt richtig gemütlich hier im Bus. Das Ganze kann ich jetzt nach wie vor mit meiner kleinen Fernbedienung steuern. Das ist die 4-Kanal-Fernbedienung, die 12 Volt schaltet. Und das ist diese ganz normale Infrarot-Fernbedienung, die eben für die LED-Stripes da ist. Ich kann mit beiden schalten. Ich finde das immer besser mit dieser kleinen Fernbedienung, weil da kann ich von überall aus dem Bus heraus das einfach schalten, ohne dass ich aufs Infrarot achten muss. Und damit schalte ich auch meine ganzen anderen Lichter. Und zu guter Letzt kommt jetzt ein kleines Accessoire. Nicht auf dieser Seite, denn wie ihr seht, bin ich hier komplett fertig. Hier oben kommt noch eine Kleinigkeit hin, weil hier noch ein kleiner Spalt ist. Vielleicht habt ihr ja auch eine Idee. Bei mir ist noch nichts Gescheites eingefallen, damit das vernünftig aussieht. Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Was jetzt allerdings noch fehlt, ist auf dieser Seite hier. Und zwar ist es ja noch komplett offen und hier habe ich ja auch keine Verschalung gebaut. Das ist einfach aus dem Grund, weil einfach zu viel Luft dahinter gewesen wäre, wenn ich jetzt hier ein Brett hingebaut hätte. Und dafür war das MDF auch nicht flexibel genug. Und da ich einfach keine kompletten festen Schränke hier verbauen wollte, weil ich mir einfach diesen Platz hier nicht verbauen wollte, weil ich hier meinen Fotorucksack hinschmeißen kann, die Kiste passt hier perfekt hin, selbst mein Grill steht hier oben, habe ich mir überlegt, auch hier von Bimax wieder Vorhänge zu nehmen, damit es zum ganzen Interieur passt. Da habe ich jetzt die Fahrerkabinenabtrennung benutzt. Die muss noch eingekürzt werden, also die Schiene muss eingekürzt werden, damit die hier oben hinpasst. Und der Vorhang selber ist natürlich auch viel zu lang. Und dann zeige ich euch im Endeffekt endlich, wie das Ganze hier komplett fertig aussieht und wie das mit dem Bettaufbau funktioniert. Viel Spaß also. Ich glaube, jetzt kann ich das Hochdachprojekt als beendet oder beziehungsweise vorerst beendet erklären. Denn falls ihr noch Ideen habt, schreibt es natürlich unten in die Kommentare, dann werde ich mir durchlesen, was ihr für Änderungen vorschlagt. Ob es dann umgesetzt wird und wie es umgesetzt wird, seht ihr dann natürlich in den nächsten Videos. Und ich weiß, dass dieses Video schon sehr, sehr lang ist, weil ich schon das meiste davon geschnitten habe. Daher kommt der ganze Bettaufbau, also wie das Ganze aufgebaut wird, wie das aussieht, wenn ich da oben drin liege, kommt dann im nächsten Teil. Und zwar habe ich ja noch gesagt oder habe ich versprochen, dass ich auch die Kosten hiervon offenlegen werde. Und da sowieso noch ein Video kommen soll, werde ich euch in dem Video auch zeigen, wie das Ganze mit dem Bett funktioniert, wie das Ganze aussieht. Denn das ist eine echt coole Funktion und das möchte ich euch gerne nochmal komplett zeigen. Auch die ersten Erfahrungen, die wir mit dem Hochdach, mit dem Bett und allem drumherum gemacht haben, werde ich dann einfach noch mal ein bisschen offenlegen. Und bombardiert mich doch gerne mal mit Fragen in den Kommentaren, egal was, dann kann ich das im nächsten Video einfach auch mal beantworten. Das wäre doch auch mal eine lustige Idee. Ansonsten hoffe ich natürlich, euch hat dieses Video gefallen. Gebt gerne einen Daumen dafür nach oben. War ein super, super, super aufwendiges Projekt. Auch von der Videoproduktion her war es echt ein mega anspruchsvolles Projekt und ich freue mich, dass es so gut gelungen ist und ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich im nächsten Teil wieder oder in den nächsten Videos. Bleibt dran, abonniert gerne den Kanal und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Also haut rein!